Ja. Freunde? Freunde? Hier durch. Nein. 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 Oh nein, bitte nicht, Alter. Oh nein, bitte nicht. Nein. Muss über unsichtbare Rohre laufen. Oh nein! Oh je, das ist hoher Frust. Das ist hoher Frust. Oh, huh? Hä? Oh Gott. So, muss ich gehockt laufen oder was? Muss ich gehockt laufen. Okay, könnte jetzt wahrscheinlich nur geradeaus weiterlaufen, aber. I don't do this. Ach, das ist Max, ne? Bestimmt. Kann ich jetzt. Kann ich aufstehen? Nein, ich kann aufstehen. Hä? Hä? Okay. Und nun? Oh, ist da ein Ventil? Ja, Buße. Kuchen. Ist aber gar nichts. Und nu? Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Auf der anderen Seite. Is there something? Okay, jetzt wieder außerhalb. Muss ich da von unten irgendwas anmachen? Oh, nee. Hier kann man irgendwie hoch, oder? Ah. Was? Nein, bitte nicht, Alter. Bitte jetzt nicht. Nein, 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 nein. Uncool, Alter. Uncool. Uncool, uncool. Oh, ah, ah, ah. Na, nein! Ich doch, Alter. Wir sind Hackfleisch. Scheiße. Oh, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, So, hier kommen wir nicht lang. Wie liegt dein Bugs? Warum liegt denn hier so ein Stein? Wer schmeißt denn sowas hier hin? Leute. So, okay, hier haben wir uns also auch durchgemetelt, Gear Solid. Sieht man vielleicht Meryl irgendwo noch ein paar Setups machen. Und nach unten. Babu. Aha. Darf ich den jetzt haben? Alles klar. Schweine, ey. So, cool. Und für was wartet jetzt? So, hier ist ja. It's blocked from the other side. Hier ist zu und hier. It fits. Verbrennungsraumschlüssel. Kann nicht gut sein. Egal wie, es kann nicht gut sein. Verbrennungsanlage ist immer. Ist immer Gefahr. Ist immer schlecht. Oh, was haben wir da? What is this? It's a lens flare. Ja, klingt ja toll. So, schauen wir uns mal um. Sehen wir hier irgendwas? Sehen wir irgendwas? Ah, echt jetzt? Will ich da runterspringen? Ich will nicht in eine Verbrennungsanlage springen. Das nee. Run. Was? Wie? Ach du Scheiße. Oh, das ist da kann ich, das ist ein Tunnel. Na, nee, bitte nicht. Findet man hier irgendwas noch? Das ist mir. Wusstet, Alter, Verbrennungsanlage, was für eine Scheiße.
Ganz blöde Idee, ey. So, okay. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann mich hinstellen? Ja, kann mich hinstellen. So. Nee. Das bringt mir Öl nicht. Hier schon, ja, hier können wir mal gucken. Was ist das hier drüben? Da ist drinne und ich würde mal sagen, hopf, die Bobs, die Bumm. Hier hin. Und escapen. Ja, wir sind wieder unten. Wir sind wieder unten. Geilo. Und wir können uns den Chip grabbeln. Let's grab the Chip. Ticket. Seid ihr noch da draußen? Ja, da ist er. Aber sehr schön. Alles klar. Damit haben wir 3 Chips. Oh, achso. Okay, hier geht's durch. Und damit können wir oben versuchen, die Tür mit der Schlüsselkarte zu öffnen. So, die grundsätzliche Frage ist jetzt natürlich, wie ist der Salat hier oben verkabelt? So, 3. Okay, hier vorne ist der... Like it's held by screws. Held by screws. Chip in there. So, ich setze 1 V rein. Oh, nicht so gute Idee. Dann müssen wir davor erstmal den anderen reinmachen. Und zwar hier kommt wahrscheinlich der 2er rein. Success. Success. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir hier den 1er rein. Und hier hinten. Mörtel, die Mörtel. Würde ich jetzt mal die 3er reinmachen. Kein verrücktes Kerlchen bin. So, und hier kommt... Fitz. Und jetzt wäre ich mal gespannt, ob ich jetzt die Schlüsselkarte benutzen kann. Ja, okay, der Scanner hat Sachen. Card reader. It looks new. Let's open your... Okay, hier ist eine Menge geschrieben worden. What? Okay, kommen wir. Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir noch? Ich nehme alles. Wunderbar. Na bitte. Too much for one man. Too much for one man. So, vielleicht einfach nochmal nachladen. Nee, bin voll. Schade. Dann schauen wir nochmal, was stand denn jetzt überall? Versagt. Verweigert. Warn everyone. Okay, warnt jeden. Put away. Ist weg. Haunted. Gejagt. Spare our lives. Okay. CIB, Vereinigte Staaten von Amerika. Agent Rainbow weist folgende Zusammensetzung auf. Cryptozebinpilz in flüssiger Form, Xamagrafozol, Stimulanz des zentralen Nervensystems und Metamin Sedativum. Ja, vorangegangene Experimente führten
zu Reaktionen wie Amnesie, Hysterie, Psychosen, Halluzinationen. Siehe Referenzmaterial, BZ Ultra. Ist der nächste Part von MK Ultra oder was? Die Montauk-Akten. Okay, Freigang erforderlich. Was haben wir da? Agent Rainbow, das klingt aber auch krass irgendwie. Ist das dieser Zeug, was überall ausläuft? Ist das Agent Rainbow? Ist aber geil, Chemikalien, aber noch erstmal hier so eine Tüte Chips auf den Tisch. So. Das ist Hammer, schön. Formular zur Materialerforderung. Datum 1. Februar 1997. Auch das Nummer egal. Standort SA. Auftragsteller J. McReady. Empfängerabteilung Nebenforschung. Für Projekt benötigte Inventarartikel. Bestand, Menge, Artikelbeschreibung. 200 x 5 Agent Rainbow. Restbestand. 200 x 10 Tryptocobin-Extrakt. Unterschrift des genehmigenden Abteilungsleiters. Was ist das? No, thank you. Das ist ja nett. Ach, eine Salami ist das. Das ist geil, Alter. Schön so ein Labor. Ich pack mal erstmal jetzt meine ungarische Salami hin. Ohne das geht nicht. Testbericht, Labor, nochmal. Testbericht. Eingereiht. Analysiert dann der Bericht. Seit einer Zeit wird es nicht alles für ein Scheiß hier. Okay. Probenummer, Beschreibung der Probe. Charge 13G. Absorptionsmittel. Testbank. Mentaler Zusammenbruch. Gefolgt von Herzstillstand. Versuchsobjekt wurde entsorgt. Okay. 2049. Psychotischer Ausbruch. Gefolgt von schweren Hirnblutungen. Versuchsobjekt wurde entsorgt. 2236. Versuchsobjekt erscheint zunächst rezeptiv, fiel jedoch kurz darauf in einen katatonischen Zustand und wurde entsorgt. Toll. Analyse. Sanagrofuzol ist in dieser Phase noch immer instabil und seine Wirkung auf das zentrale Nervensystem ist unvorhersehbar. Weitere Tests sind erforderlich, bevor wir mit Menschenversuchen beginnen können. Rosemary James, wissenschaftliche Forschungsspezialistin, Dennis Nedry, technischer Leiter, Seth Brondell, Projektmanager und Laborleiter. Alter, ne, ihr habt hier schön ein paar Experimente, ihr macht hier blöden Wichser, Alter. Und das ist doch wieder schön in die Hose gegangen. Wieso häufig? Wieso Goldverhand häufig? Habt ihr denn alle aus Raccoon City nichts gelernt? Ich will die Salami haben. I want the Salami! Ja, für mich aufgebläht. Hat er recht. Ja, krass. Okay. Hab ich jetzt alles? Nee, hab ich nicht. Tatsächlich noch nicht. So, ich war jetzt im Labor. Aber was habe ich jetzt hier gefunden? Und das Ding ist, wo kann ich jetzt hin weiter? Muss ich jetzt hier nicht irgendwas finden noch? Scheinbar nicht. Okay, lass mal hier die Chips einsammeln. Okay. Ich war überall hier oben, ne? Also okay, gut, die haben also mit halluzinogenen Substanzen geforscht. Dann nehmen wir mal vorsichtig so irgendwie und die halt massiv beprobt an Objekten. Jetzt mal auch ganz vorsichtig. Und jetzt müssen wir mal kurz rekapitulieren. Diese Flüssigkeit, die überall ist, dieses schillernde Zeug irgendwie, ist das Agent Rainbow? Oder das, was die gemacht haben, diese Pillen oder irgendwas. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Tatsächlich. So, ihr könnt jetzt hier in die Fertigungsanlage rinflitzen und könnt jetzt hier hochgehen und... Oh, it's open. Warum ist denn das jetzt offen?
beschwägt mich? Denke nicht. So, hier nehmen wir uns noch ein paar davon. Obwohl. Fast du nüt. Sehr schön. Alle auf drei jetzt langsam. Wunderbar. Läuft. So, dann würde ich jetzt hier mal hochklettern. Das grüne Zeug hier drin tüfteln. There's a small slot for a vial here. Und wo finde ich denn das Violette? Not working. Not working. Tatsächlich. Jetzt muss ich mich verlaufen. Tatsächlich müsste ich, glaube ich, hier nochmal in diesen Nebenraum. Ist dort rein. Und da hatten wir doch einen Zettel gefunden, wo wir was finden. Oder? So war mir. Ja. Okay. Das aus dem Kühlhaus haben wir, ne? Genau. Ricos haben wir und Recordia haben wir. Gesicherter Behälter im Schutzraum im ersten Stock. Gesicherter Behälter im Schutzraum. Schutzraum, wo ist denn hier ein Schutzraum? Hier würde ich nur sagen, gesicherter Schutzraum, aber... war nichts. Da und... Alter, ist ja da drunter. Ist ja eine tiefer. Was ist denn für ein Scheiß? Sauerei. So, okay, na dann flitzen wir mal schnell eine Etage tiefer. So, erster Stock. Boah, okay, alles klar. Hallo? Übergabeprotokoll für Sicherheitsbehälter. Erstens, bei Erhalt eines Sicherheitsbehälters ist dieser ins Beförderungszentrum zu überbringen. Zweitens, stellen Sie den Behälter auf das Förderband und leiten Sie ihn mit Hilfe der Bedienelemente in den Schutzraum. Achten Sie darauf, den Sicherheitsbehälter nicht versehentlich in einen anderen Bereich der Anlage zu befördern, da dies zur Beendigung Ihres Achtens. Ja, okay, klar. Jeder Sicherheitsbehälter enthält empfindliche firmeneigenes Material. Schützen Sie es, falls nötig, mit Ihrem Leben. Ja, schön. What? Okay. Was ist denn? Hochofenraum. Okay. Die Arbeiten an unserem Schutzraum sind abgeschlossen. Wenn ihr den Schalter betätigt, dürfte die abgegebene elektromagnetische Energie ausreichen, um das Magnetschloss zu öffnen. Ah, warum ich einen alten Sprengraum in einen Raum umfunktionieren sollte, in dem ihr Dinge öffnen könnt, ist mir ein Rätsel. Ja, seid echt verliebt in eure Protokolle. Gary of Say Electric. Mann mit dem kaputten Kiefer. Okay, also wenn ich jetzt das recht verstanden habe, soll ich jetzt hier... Nein, nicht damit, Mann, Alter! Nicht aus mit something. Oh
Und unser Paket geht auf Reise. Ja, und? Also es muss irgendwie in den Schutzraum geleitet werden. Hey. Okay, hier geht's lang. Jetzt mal, glaube ich, ein bisschen Gas geben, bevor ich hier ein paar auf die Fresse kriege. Okay, gut, das hat nicht geholfen hier. Damit geht er hier. Oh shit. Nicht so gut. Nicht so gut, Mann. Wo ist mein Paket? Da kommt's. Okay, damit geht's jetzt hier im Kreis. Das ist nicht so clever. Okay, er rödelt jetzt hier hin. Ja, hilft mir jetzt. Oh Mann, Alter. Er ist nicht gut drauf. Okay, gut, dann würde ich mal probieren. Hier hin. Hey Max. Geht's dahin? Geht's hier hoch? Hier ist keine Brücke. Oh, lass mich! Ja, wie kann ich denn da die Brücke aktivieren? Oh, Alter. Oh Mann, ey. Ich bin ja richtig auf den Sack. Soll ich denn hier arbeiten? Gut, aktiviert die Brücke. Sehr schön. So, du kommst dann also dahin und... Oh, was ist da? Was ist da? Achso, ganz fair. Okay. I'll come back for this if I need it. Dann gehst du da hin. Und hier fehlt mir die Brücke. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Yes! Nice, okay, alles klar. Der Weg wäre jetzt eigentlich soweit... Dano. Ja, da kommt's! Yeah! Sehen wir uns die Sache mal im Rückspiegel an. Da kommt es angefahren. Null! So, und... Flup. Flup. So, jetzt ist er da drin. Gut, ah, schaut mal an. Jetzt haben wir grünes Licht. Jawohl. Und wir haben die Bulepo-Pheromon-Mixtur. Bulepo-Pheromon-Mix-Formel. Ha! Potenz sehr hoch. Potenzes Aggregationspheromon, das nur in 7% aller bekannter Käferarten Coleoptera vorkommt. Speziell bei Arten aus dem zentralen Amazonas-Waldgebiet. In ihren reinsten Formen besitzt diese chemische Substanz einen Aggregationseffekt auf andere Spezies außerhalb ihrer eigenen Käfergattung.
Die Beschaffung dieses Pheromons ist hochgradig illegal, ganz zu schweigen von seiner Ausfuhr aus dem Bundesstaat Amazonas. Die Mischung, wo es ja nicht Amazonas ein Bundesstaat ist. die Mischung scheint sich bei Kontakt mit Ancient Rainbow in flüssiger Form zu verflüchtigen. Aufbewahrung nur in versiegelten Behältern, sofern kein fachgerechter Umgang mit der Substanz gegeben ist. Okay, cool. Und damit haben wir alle drei Reagenz, also Substanzen, ne? Und wir können quasi auf zur Fertigungsanlage. Und lass ihn mal hier ein bisschen ballern hier. Hallo Max, kann man sich hier noch ein bisschen... So, allerdings... Jetzt kurz mal auf die Shotgun zurückgehen. So, er mitgenommen. Und schnell umgeschaltet. Man weiß es. Was war das? So, okay, alles klar. Wir sind in der ersten Etage wieder und wir gehen Richtung Fertigungsanlage. Boah, jetzt reicht's mir, Alter. Jetzt reicht's mir aber. Das hau ich jetzt hier weg. So, okay, alles klar. Und ich würde sagen, zack und rein ins... Slot Nummer 3. Und damit haben wir jetzt alle fertig. Ah, okay, verstehe. Haben wir noch nicht? Denn wir müssen hier noch ein bisschen am Rad drehen. Okay, gut, ich würde sagen, wir machen alle einzeln nacheinander. Jetzt kommen hier. So, mal kurz mit der Flare Gun hier reinhauen. Na, und einmal hinstellen. So, es piepte. Heißt es jetzt, ist es angekommen vorne oder was? Ja, ist angekommen. Alles klar, cool. Gut, dann müssen wir nur noch schnell die anderen zwei Farben aktivieren. So, und zwar geht das hier runter. Schnubbidi-bupp. Ebenfalls aktiviert. Fehlt nur noch Violett. Warum laufe ich dann eigentlich immer jetzt nach oben? Totaler Schwachsinn. Oh, da irgendwie. So. Ganz nach unten. Kurz mal geguckt, wo du ankommst. Menü? Ach so, ich dachte schon. Ein Feind oder so? Okay, wir haben alle drei Farben aktiviert. Denn Zeit, den Knopf zu drücken. Köderpillen. Monsterschein, sie zu mögen. Ich kann es ja mal versuchen. I hope these are safe. Pille werfen, Pille nehmen. Benutze die Pille, um den Stier zu zähmen. Ach na toll. Was ja toll. Feeling bloated.
Ich habe mich schon mal gefragt, wie wir diese Kisten wegkriegen. So. Und wenn er vorhin sagt, irgendwie, wir sollen die Substanzen nicht mischen. Probier ich mal was. Drei Pillen, wir haben drei Pillen. Nice. Alles klar. Und somit kommen wir auch an diesen Kisten vorbei. Das ist ja geil. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So. Pillen. Kann vielleicht dann oben gleich nochmal welche nachmachen. Findet man denn hier irgendwas? Shotgun, Shells. Ah, nee, okay. Kann mir jetzt hier nicht einfach welche nachmachen. Das ist natürlich jetzt eine blöde Sache. Oh, okay. Gut. Köderpillen, Werte erhöhen, Gesundheit. Okay. Okay. Das muss aber schnell sein.